Ja, habe ich festgestellt, ich brauche noch einen weiteren Raum. Gut, diese Kisten dürften alle leer sein. Da habe ich meine Endertruhe aufgestellt. Natürlich nichts drin. Und ja, hier habe ich dann immer bei Bedarf irgendwas reingetan. Hier ein bisschen Kohleerz. Das war die einzige Kiste, die ich eigentlich noch brauchte. Mit Kohle. Und hier natürlich habe auch ich eine Öfenwand gebaut. Ja. Aber nur mit 12 Öfen, da wollte ich nicht übertreiben. Ich dachte, dass mir 12 Öfen langt. Und natürlich ein Amboss. Ein Amboss darf nicht fehlen. So, schauen wir mal kurz hier rein. Hier habe ich meine kleine Farm aufgebaut. Also mit Kürbissen, mit Melonen und mit Weizen. So, dann haben wir hier noch zwei Gehege. Da waren einmal. Ach so, hier haben wir natürlich noch ein bisschen Kakao an. Bau. Ja, hier ist noch ein solcher großer Baum. Ein bisschen kleiner als der oben, aber auch groß. Was haben wir sonst noch? Ja, hier haben wir. Ups. Da wollte ich jetzt nicht runterfallen. Ja, da zwei Gehege. Hier hatte ich Schafe in sämtlichen Farben und hier Rinder. Also, ich war schon mit allem ausgestattet. So, dann schauen wir doch mal kurz hier von hier aus in die Gegend rum. Da haben wir hier ein kleines Haus auf einem Wasserberg. Müsste ein Wasserhügel sein, wenn er denn mal auftaucht. Ich lasse ihn jetzt mal auftauchen. Komm. Ja, hier so ein Wolkenkratzer. Lässt sich drüber streiten, ob das hübsch ist oder nicht. Und ja, das ebenfalls. Mir gefällt es allein deswegen nicht, weil es direkt neben meiner Burg steht und ja, die einst schöne Sicht darauf ein bisschen versperrt. So, ich stelle jetzt mal kurz. Ich will das nämlich selber mal kurz gerade sehen. So, kurz auf Normal stellen. So, ich möchte es komplett sehen. Jep. Wobei, ach du Schande. Ja, hier sah es einmal etwas anders aus. Hier war ursprünglich mal ein Berg, der aus dem Wasser ragte. Ja, hier ist eine Kuppel gebaut. Ja, hier, das finde ich echt bitter. Diesen wollte ich mir eigentlich selbst noch unter den Nagel reißen. Hat dann jemand anders getan. Und dieser jemand anders hat da ein Haus drauf gebaut. Das fand ich noch ganz hübsch. Das ist aber weg. Inklusive Berg. Jetzt steht da ein relativ hässliches Haus. Nur dieses Bauwerk, das hat irgendwie was. Muss ich schon sagen. So. Wir gehen nochmal zu kurz in die Optionen und stellen das doch wieder auf Short. Upsa. So. Dann gehen wir mal. Ach, schauen wir doch einfach mal hier so ein bisschen auf die Wand. Da habe ich halt hier. Ja, zwei Säle eingebaut, die werde ich auch gleich jetzt von innen präsentieren. Einmal unten mit kleineren Fenstern, mit Bögen, Bogenfenster sollen das sein. Oben größere Fenster. So, dann gehen wir hier aus dem Schafgehege raus, wo die Schafe eh fehlen. Upsa, ich muss hier drumherum hüpfen. Hallöchen, ich möchte gerne da vorbei. Möglichst ohne mir das Feld kaputt zu machen. Jawohl. Das hätte mal geklappt. Dann gehen wir jetzt mal fix nach oben und zeigen die beiden Säle. Also auch von hier ähnliche Fenstergestaltung. Also haben wir ein paar weniger Fenster. Aber nicht weiter tragisch. Dann gehen wir mal hier rein. Also die, hier hatte ich, ich habe Kamine, hatte ursprünglich Feuer an. Auf dem Server, wo diese Map lief, war Feuer ausgeschaltet, beziehungsweise das Feuer, was verbrennen kann, das Feuer zerstört. Ja, und dass sich Feuer ausbreitet, hier ist es leider jetzt nicht mehr so, deswegen musste ich die Feuer ausmachen, sonst wäre mir hier alles abgebrannt. Ja, hier habe ich gestaltet mit Lapis Lazuli und Glowstone hier und ja, Fackeln noch zusätzlich zur Beleuchtung. Hier. Überall Sitznischen mit bei den Fenstern. Und wie gesagt, die Kaminfeuer musste ich leider ausschalten. Gut, machen wir mit dem Erdgeschoss weiter. Hier ist noch ein weiterer Zugang.
Hier habe ich einen Brauraum eingerichtet. Ich habe den jetzt mal, habe da überlegt, dem könnte ich doch orangene Wände verpassen und einen blauen Boden. Und hier habe ich wohl irgendwie vergessen, noch ein Stückchen blaue Wolle reinzusetzen. Fail. Naja, was soll's. Und da in der Tat auch. Was habe ich denn da getrieben? Ja, also stellt euch bitte vor, dass da diese Erdblöcke, die hier zu sehen sind, alle aus blauer Wolle bestehen. Gut, das ist nun also mein Brauraum mit dem Braustand und Trankzutaten. Ja, und eine schwarze Decke. Dann gehen wir doch mal nach oben, wo es da so schön Miau macht. Mau! Mau! Wollen wir erst zur Katze gehen oder erst? Schauen wir erstmal kurz in diesen Saal. Hier habe ich auch mit Lapis gearbeitet, da ein bisschen anders. Hier habe ich die Innenwände nicht aus Stein gemacht, sondern habe mir gedacht, hier machen wir mal eine verputzte Wand. Und ja, weiß verputzte Wand kann man am besten aus Wolle darstellen. Deswegen hier so viel Wolle. Und ja, als Verzierung hier Diamantblöcke und Lapisblöcke. Und hier auch so zwei Kamine, leider ohne brennendem Feuer, weil das sich leider ausbreitet auf die Wolle, aufs Holz und mir hier alles niederbrennt. So, schauen wir mal kurz hier rein. Auch hier Dachgeschoss muss natürlich sein. Ist aber nicht weiter interessant. Ist halt hier so Dachgeschoss. Habe ich nicht weiter ausgebaut. Keine Räumlichkeiten eingerichtet. So, dann gehen wir mal noch hier rein. Hier ist nämlich einmal, ja, ein Zwischenraum. Hier mit noch dem Wehrgang. Da geht's rauf auf den Wehrgang noch raus. Und hier das Schlafzimmer. Rot, ja, rot tapeziert mit, oder rot bemalt. Mit, ja, einem gelben Sockel. Und hier ist meine kleine siamesische Katze. Ist sie nicht süß, wie sie uns anguckt? Mau. Ja, und hier das große Himmelbett. Da haben vier Personen Platz. Also, wenn hier mal Party gefeiert wird, in dem Bett können sie alle pennen. Und wenn, ja, wenn genug Platz ist, stellen wir wild noch in die Ecke und der Rest schläft auf dem Boden. So, was haben wir denn sonst noch? Ich glaube, mit der Burg bin ich fertig. Dann, upsa. Warum komme ich jetzt hier nicht mehr durch? Hallöchen. Irgendwas stimmt hier nicht. Na? Ah, jetzt klappt's. Wunderhübsch. Dann machen wir hier mal noch zu. Und ich habe ja gesagt, am Ende des Parts laufe ich noch zum Tor. Das mache ich jetzt noch. Und dann zeige ich mal noch dieses Buch. So, erstmal laufen wir hier runter. Ich glaube, ich kürze ein Stückchen ab. So. Das zieht mir jetzt ein wenig Energie ab, aber das ist mir jetzt wurscht. Ich laufe jetzt zu diesem Tor runter. Ich glaube, ich habe das Tor Fischtor genannt. Ich gehe jetzt erstmal hier auf die Mauer rauf, weil ich nämlich auf das Tor rauf möchte und von unten hat dieses Tor keinen Zugang. Ja, es war um die Weihnachtszeit, kurz nach Weihnachten, als der Server zugemacht hat. Deswegen steht hier ein Weihnachtsbaum. So, dann schauen wir mal auf diesen Turm rauf. Ja, jetzt sieht man auch, wo der ganze Lapis Lazuli hin ist, den ich mal hatte. Ich habe den natürlich auf dieses Tor hier verwendet. Gut, um hier mal zu zeigen, hier geht es nochmal eine Etage tiefer, aber nicht nach draußen. So, wir wollen aber nach oben. Werden wir noch ein bisschen was sehen von der Landschaft. Ja, irgendwie habe ich es gerade mit dem Laufen. Läuft nicht so ganz, ha? So, dann haben wir hier theoretisch nochmal einen Blick auf die Burg. Hier haben wir einen Blick sonst wohin. Ah ja, hier haben wir noch einen Blick auf die Mauer. Also hier erstmal ein Stück der Mauer, das ich nicht ge selbst gebaut habe. Also hier das Stückchen Mauer. Das da hat jemand anders gebaut.
inklusive dem Turm, der jetzt hier erscheint. Das hat der Bauherr von diesem kleinen Häuschen gemacht. Der hat gedacht, der sagt, der hilft mir hier ein bisschen mit der Mauer und hat dieses Stückchen da gebaut und da hinten dran noch ein bisschen was. Das war der gute Flyer. So, da sieht man nochmal den Martinsturm. Noch nicht fertig geladen, aber wurscht. Dieses Stückchen Mauer hier, das war ursprünglich als Sperrmauer errichtet worden. Also von hier aus darüber bis fast an die Burg. Das war ursprünglich als Sperrmauer errichtet worden von, ich weiß es nicht mehr, wer das war. Er war nicht lange auf dem Server, er ist ziemlich bald, nachdem er die Mauer errichtet hatte, gebannt worden, weil er Scheiße gebaut hat. Aber ich habe die Mauer übernommen. Erst habe ich mich darüber aufgeregt, warum baut der jetzt da eine Mauer rein? Dann habe ich mir überlegt, könnte man was draus machen? Und ja, habe mir dann überlegt, ja, baue ich da noch ein Riesentor rein und ja, macht da ordentlich was drauf. Drauf, nein, nicht drauf, sondern draus. So, ich hüpfe jetzt mal hier vom Turm. Wird mir schon nicht allzu viel schaden. So, dann stelle ich jetzt doch nochmal die. Nein, Quark, was mache ich denn? Ich stelle die Distanz rauf auf normal, damit diese Burg da hinten ist doch auch mal lädt nochmal. So, dass wir nochmal einen hübschen Blick drauf haben. Ja, wenn sie jetzt nur mal auftauchen würde. Ich weiß jetzt nicht, wie lange dieser Part schon geht. Ich habe meine Stoppuhr leider nicht gestartet, aber ich werde jetzt hier alles machen, was ich noch machen möchte. Das wird jetzt wohl wahrscheinlich eh vorerst der letzte Part werden, weil ich mir nämlich nicht so ganz sicher bin, ob ich da hinkomme, wo ich hinkommen möchte, um weiter, ja, Teile zeigen zu können. Nun, so, jetzt haben wir also hier nochmal einen Blick auf die Burg. Gehe ich mal dichter ran, damit man das drumherum nicht so arg sieht. Ja, eigentlich nicht viel anders als schon gesehen. Müsste theoretisch auf die andere Seite nochmal laufen, um es von der anderen Seite zu zeigen, aber das mache ich jetzt mal nicht so. Hier sieht man nochmal die Rampe, Serpentinenrampe, die hoch zur Burg führt. So, dann laufe ich nochmal kurz hier runter. Ja. Burggegner, die Villa Guna, Villa Reflux. In die anderen Richtung geht's zum Rathaus und noch zu anderen Sachen. Ja, genau, Fischtor habe ich es genannt. Ja, und auf Wiedersehen Schildchen hingehängt. Und hier natürlich auch nochmal schön protzen. Die Stadt muss natürlich zeigen, was sie hat hier. Diamantblöcke. Und ja, Fischtor, willkommen in Anarchos City. Gut, dann wollen wir doch mal Buch und Feder zeigen. Wollen wir doch mal kurz. Ah, ein leichter Fail, das ist nicht so ganz. Seite 1 von 7, wie kann man denn bitteschön. Ah, hier sind die Weiter-Buttons. Okay, warum das hier nicht so ganz. Ja, die erste Seite ist ein bisschen verschoben irgendwie. Warum auch immer. Na gut, ich soll es mal vorlesen. Guna liebt Fisten, Ikea no Hunti, Gonna. Ignoti ist besser als Guna. Guna war slain bei Ignoti. Guna is a Goon. Hallo und herzlich willkommen zu Let's Play GTA San Andreas. Fignoti, Gunas Mühle ist. Dann wird wohl hier weitergehen. Eine Mühle des Grauens. Danke gleichfalls, du Penisgesicht. Felix darf gleich schlechtester Admin der Welt. Moin, moin, meine lieben Leute und herzlich willkommen zu bla bla bla. Hals, Maul, Felix. Also es ist hier sehr. Weiß nicht, ob ich das hier wirklich weiter. Gunas Haus ist eingekreist von Türen. Ich glaube, ich lasse es mal lieber, das weiter vorzulesen. Ich zeige hier einfach nochmal sämtliche Seiten. Ganz kurz, wer das lesen möchte, kann ja mal kurz auf Pause drücken. Ja, einmal noch Gundalf da reingeschrieben. Und ja, natürlich, Ignoti ist der Herzog von Anarcha City.
Und so weiter und so weiter. Seite 8 ist leer und wir sind fertig. Macht's gut und ciao.